Wer so exotisch aussehende Landschaften sehen will, der muss gar nicht weit reisen. Nicht nach Amerika oder gar zum Mond, ein kurzer Abstecher nach Zielitz reicht schon. Denn dieses beeindruckend fremdartige Bild bietet sich auf den Halden der K+S Minerals and Agriculture GmbH, in deren Bergmannssaal die Industrie- und Handelskammern Magdeburg und Halle-Dessau eingeladen hatten. Zusammen mit dem Unternehmerverband Mineralische Baustoffe, dem Landesamt für Geologie und Bergwesen und dem Land Sachsen-Anhalt selbst wurde hier der 10. Rohstofftag veranstaltet. Zur Begrüßung sprach unter anderem Staatssekretär Sven Haller und betonte die Bedeutung Sachsen-Anhalts als Rohstoffland. Sachsen-Anhalt ist ein Rohstoffland, verfügt über bedeutende Vorkommen an Kali, Steinsalz, Braunkohle, Quarzsande, Hartgestein. Das ist alles für unsere nicht nur heimische Wirtschaft von Bedeutung, sondern deutschlandweit und auch überregional in der ganzen Welt. Gerade der Kalisalzabbau ist da von besonderer Bedeutung. K+S ist da als Ausrichter eine natürliche Wahl. Unter Tage werden hier Stein- und Kalisalze gefördert, mittlerweile knapp 12 Millionen Tonnen Rohsalz pro Jahr. Ein großer Teil dieser Menge darf aber nicht verarbeitet werden und landet als Abraum neben dem Werk. Das wirkt nicht unbedingt gut in der Außendarstellung, was auch allen Anwesenden beim Rohstofftag klar ist. Deswegen fordert Stefan Korneck als Vizepräsident der IAK Magdeburg mehr Aufklärung in der Bevölkerung. Wir müssen, glaube ich, und das ist heute hier auch eine Kernforderung gewesen, in die Breite der Gesellschaft bis hin in die Bildung hinein, müssen wir jedem klar machen, dass es diese Transformationsprozesse, Energiewende und viele andere Dinge ohne Rohstoffgewinnung und wenn möglich auch selbst aus ökologischen Gründen auf regionaler Ebene nicht gibt. In diesem Bewusstsein ging es dann für alle Teilnehmer mit dem Bus zur Besichtigung auf Halde 2 auf knapp 200 Meter Höhe. Während in der Ferne der Magdeburger Dom nur vage zu erkennen war, konnte man von hier den Blick auch auf die neue Haldenerweiterung werfen. Mit ihr will K+S die Abraumthematik für die nächsten Jahrzehnte sichern. Wo jetzt noch eine Deckschicht aufgetragen wird, um eine Auswaschung von Salz ins Grundwasser zu verhindern, werden in ein paar Jahren Millionen Tonnen Abraum lagern. Ein notwendiges Übel, das ein geschlossenes Auftreten der ganzen Branche verlangt. Ich denke, an dieser Stelle müssen sich alle Unternehmen, die mit Rohstoffgewinnung zu tun haben, zusammenschließen und zusammenhalten, weil die derzeitigen Herausforderungen immens sind und denen kann man nicht einzeln, sondern nur gemeinschaftlich entgegentreten. Diese Gemeinschaft zu unterstützen, ist auch eine der Aufgaben der IHK. Nicht nur an diesem und dem nächsten Rohstofftag in 2 Jahren, auch darüber hinaus.